In Italien gehen die Versuche weiter, eine Neuwahl doch noch abzuwenden. Präsident Sergio Mattarella lässt die fremdenfeindliche Lega unter Matteo Salvini zunächst ohne Frist weiter mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und ihrem Parteichef Luigi Di Maio verhandeln. Die Regierungsbildung der beiden europakritischen Parteien war am Sonntag auf den letzten Metern geplatzt. Mattarella hatte ein Veto gegen den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona eingelegt, den die Parteien als Finanzminister einsetzen wollten. Wir sollen also den Launen der Deutschen nachgeben. Wenn den Deutschen ein Minister nicht gefällt, dann sollen wir ihn austauschen. Ich finde das merkwürdig, erklärte Matteo Salvini dazu. Sternechef Luigi Di Maio schlug am Mittwoch vor, eine Person mit gleichem Format wie Savona für das Finanzministerium zu finden und den Ökonomen auf einen anderen Posten zu setzen. Allerdings ist es fraglich, ob sich Lega-Führer Matteo Salvini auf den Deal einlässt. Seine Partei hat seit der Wahl am 4. März weiter zugelegt, weshalb sie von einer baldigen Neuwahl profitieren könnte. Sollte der erneute Annäherungsversuch scheitern, steht Carlo Cottarelli als designierter Ministerpräsident für eine Übergangsregierung bereit. Mattarella hatte den Finanzexperten Cottarelli am Montag mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt.